Was für ein warmes Begrüßungskomitee. Ich freue mich sehr. St. Ingbert. Jetzt bin ich auch schon ganz schön nervös jetzt hier. Ne? Mein drittes Mal im Saarland. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht so viel über euch. Noch nicht. Ich bin Miss Ellie. Ich habe meine MusikerInnenkarriere in einem räudigen Irish Pub in Lüneburg gestartet. Es hat nach Bier gestunken und nach anderen Dingen, die ich hier nicht nennen möchte. Und ich habe da viele verrotzte Abende gesungen. Durchgesungen, 50 Stunden am Stück ohne Pause. Ich wurde mit Jägermeister bezahlt. Freitag, Samstag in Folge. Und am Sonntagmorgen kam ein betrunkener Schlossermeister auf mich zu und versuchte mir die Welt zu erklären. Das war mein Einstieg in die Musik. Und jetzt bin ich hier netter, ein bisschen netter. Ich möchte jetzt von der Begegnung mit meinem Schlossermeister Schmitti erzählen. Der Song heißt Du kleine Süße. Oh, ich fühl mich heute super, ich geh in den Pub. Da ist wohl heute Nacht ne gute Sängerin am Start. Na, da schau ich mir mal an, ob die so gut ist, wie man sagt. Ist mir eigentlich auch egal, solange sie Brüste hat. Ja! Die Sängerin ist gut, nur ihre Brüste sind zu klein. Das ist nicht weiter tragisch, nein, ich dreh mir heute ein rein. Diese kleine Sängerin, oh, sie sieht so niedlich aus. Sie braucht sicher meine Hilfe, denn sie ist ja nur eine Frau, ja, ja. Was bin ich heute selbstlos? Ja, ich helfe, wo ich kann. Selbst wenn sie mich nicht danach fragt, biet ich ihr meine Meinung an. Komm mal her, meine Süße, ich erklär dir, wie es geht. Dann revanchierst du dich bei mir, wenn du mich verstehst. Dann revanchierst du dich bei mir, wenn du mich verstehst. Ja, ja. Du kleine Süße. Kleine Süße, ja. Ha! Du kleine Süße, ha! Du kleine Süße, Ich stand noch nie auf einer Bühne, bin Schlossermeister nur. Hab noch nie ne Crowd begeistert und war sicher nie auf Tour. Ich hab gar keine Ahnung von Musik und ich bin blau. Doch ich werd ihr die Welt erklären, dann nehm ich sie mit nach Haus. Ich werd ihr ihre Welt erklären, dann nehm ich sie mit nach Haus. Ja, yeah, ja, yeah. Die kleine Süße. Ha. Die kleine Süße, ja. Ha. Die kleine Süße, ha. Die kleine Süße, oh. Quadratwurzel aus Pi plus zwei Ampeln und drei Möhren und das zehnmal mehr Minus habe ich Lust dir zuzuhören. Lieber Schlossermeister selbst, wenn du Meister Yoda wärst, fände ich's nicht schade, wenn du zur Hölle fährst. Ja, ja, mit deiner Attitüde gehörst du weggesperrt. Ha! Ist ja ganz schön zickig, das ist häufig so bei Frauen. Wahrscheinlich hast du deine Tage, ja, ich werde mal abhauen. Ich bin super Typ und ich seh verdammt gut aus. Hättest du nicht deine Tage, würde ich dich mitnehmen nach Haus. Hättest du nicht deine Tage, würde ich dich mitnehmen nach Haus. Ja, ja, du kleine süße Mann. Ha! Du kleine süße. Ha, ha. Du kleine süße. Ja. Thank you.
Dankeschön, ihr Lieben. Ich hatte, ich sage immer noch dazu, der Schlossermeister Schmitti, ist natürlich jetzt nicht ganz so günstig für ihn, der Song. Es hat sich natürlich schnell in Lüneburg rumgesprochen. Ich habe eine böse E-Mail bekommen, nachdem ich diesen Song veröffentlicht habe. Und da stand drin, man würde sich sehr darüber aufregen, dass ich die Berufsgruppe Gruppe Schlossermeister in den Dreck ziehen würde mit dem Song. Seitdem sage ich immer dazu, Schmitti, der Schlossermeister, hätte auch was anderes machen können. Anwalt, Zahnarzt, Tontechnikerin, Veranstalter. Ich finde, wenn jemand aufdringlich und scheiße ist und die Grenzen einer anderen Person nicht erkennt und wahrt, hat er so einen Song verdient. Dankeschön. Danke sehr. Ich hatte aber, bevor ich mit der Musik angefangen habe, das ist jetzt ein paar Jahre her, einen anderen Job und ich habe in einem Büro gearbeitet tatsächlich und das war für alle Beteiligten nicht so gut. Aber davon jetzt mehr. Das war ungefähr der Moment, als das alles eskalierte, an dem ich feststellte, ich bin doch auf der Bühne wirklich besser aufgehoben als an einem Schreibtisch. Für mich besser und für die Welt auch. Ich hab heute keine Lust und frag mich, ob ich wirklich muss. Wird die Welt davon untergehen, wenn ich heute nicht zur Arbeit gehe? Werde ich dadurch was verlieren? Was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Und ich klappe den Laptop zu, für heute ist genug. Schon ruft mich der Chef an, doch da gehe ich heute nicht ran, weil der Chef heute mich mal kann, der ist schließlich erwachsen Mann und der kommt auch ohne mich klar. Ich nehme mir schließlich nur einen Tag, an dem ich tue, was ich gern mag und nicht das, was er mir sagt. Oh. Ausgeschlafene Heiterkeit. Ich fühle mich fit und bin voll bereit. Jetzt wird's langsam auch höchste Zeit, denn mein Weg zur Arbeit, der ist sehr weit. Doch merke ich schon auf dem Weg dahin, dass hier und da etwas gewaltig nicht stimmt. An der Ecke, da weint ein Kind. Die Leute wirken heute sehr verstimmt. Und wieso liegen hier Trümmer rum? Alles voll Staub und ich frag mich warum. Und ich komm bei der Arbeit an, dem Rezeptionisten, dem fehlt ein Arm. Es hat sich gestern wohl zugetragen, dass jemand auf eine Taste kam, die zuständig war für einen Atomalarm und so die Geschichte ihren Lauf woll nahm. Putin schoss die Geschütze raus, Trump wachte nackt neben Kim Jong-un auf. Man hörte sein Schrei bis nach Pakistan, über Indien zurück in die USA. Überall gab es ein Feuerwerk, ein sensationelles Atomkunstwerk. Und jetzt sind fast alle Menschen tot, denn ich war diejenige mit dem Code, der hätte für einen Abbruch gereicht. Doch sie haben mich nicht erreicht, so sieht er aus, mein Freund.
beim Weltsicherheitsrat. Oh, 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 Weltsicherheitsrat. Oh, 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 Findet ihr auch, dass ich besser aufgehoben bin auf der Bühne? Danke. Doch, ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl. Ich schreibe sehr gerne Lieder. Und ich lasse mir auch immer gerne irgendwas Schönes einfallen, was den Leuten auch wirklich hilft. So zum Beispiel habe ich eine Strategie entwickelt, die Menschen dabei hilft, emotionssparend und fast kostenfrei Schluss zu machen. Naja, weil ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen hängen oft lange in Beziehungen, die gar nicht mehr so schön sind. Ich zum Beispiel merke meist nach 4 Wochen schon, ne, it's not working out, passt nicht so. Und dann bin ich trotzdem noch 4 Jahre mit dem zusammen. Das passiert beständig. Und ich habe dann mal überlegt, warum. Warum bin ich so lange noch mit denen zusammen? Weil ich Angst habe vor dem Schlussmachprozess. Der ist so negativ und schmerzhaft, dass ich da einfach keinen, also ich habe einfach Schiss. Und ich glaube, wenn es mir so geht, dann geht es auch anderen Menschen da draußen so. Hand hoch. Wer macht gerne Schluss? Ich nicht. So, haben wir denn unglückliche Pärchen heute hier? Ich weiß, sie melden sich nicht so gern. Aber rein statistisch gesehen ist es so, dass bei der Menge der Menschen wirklich ein paar, sagen wir mal so 3, 4 unglückliche Pärchen mit dabei sind. Ihr braucht euch nicht outen, ihr könnt euch einfach in der Menge zurückziehen. Ihr wisst ja, wer ihr seid und wie glücklich oder unglücklich ihr seid. Und genau für euch ist dieser Song. Die Idee bei dem Song ist folgende. Ihr nehmt eure Partnerin oder euren Partner, setzt sie auf einem Stuhl in einen Raum mit einem CD-Player. Nehmt Miss Ellies 2. deutsche CD aus Scheiße wird Gold. Legt sie in den CD-Player rein. Wählt Track Nummer 5 und verlasst einfach den Raum. Und der Rest passiert von ganz allein. It's magic, Leute. It's magic. So, und jetzt vertraut mir. Ich meine, ihr kennt mich noch nicht lang. Aber ich tue euch nichts, möchte ich gern, dass ihr eure Augen schließt. Eure zarten Äugelein einfach zumachen. Und jetzt, begebt euch einfach mal auf eine Traumreise in diesen Raum mit dem CD-Player. Stellt euch vor, ihr seid die Person auf dem Stuhl. Und ihr hört folgendes Lied. Hallo mein Schatz, es gibt da was, das möchte ich dir gern sagen. Dann weißt du, was ich fühle und du kannst aufhören, mich zu fragen. Ich war sofort verliebt in dich, als ich dich sah. Du warst so kühn, so selbstbewusst und so zauberhaft. Das ist jetzt schon eine Weile her. Liebte dich damals so sehr, hab bis zum heutigen Tag dir das nie gesagt. Ich weiß, es kommt sehr spät, doch hier ist endlich, was ich sagen will. Es ist fast unbeschreiblich, was ich heute für dich fühl. Da ich zu feige bin, dir das persönlich zu verkünden, hörst du diesen Song und ich kann unbemerkt verschwinden.
das ist ein Liebeslied. Ein Lied über eine Liebe, die es nicht mehr gibt. Das ist ein Liebeslied. Ein Lied für jemanden, den man nicht mehr liebt. Das ist doch ganz sanft, oder? Voll der schöne Schlussmassung. Am Anfang war es so schön, da warst du echt außergewöhnlich. Du hast mich oft massiert und hast mich wirklich sehr verwöhnt. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum hast du dann damit aufgehört? Und wieso hat mich dein Schnarchen schon am Anfang, nicht am Anfang schon gestört? Wenn du diesen Klängen lauscht, dann bin ich schon längst fort. Ich hab, bevor ich ging von dir, noch etwas Geld geschnurrt. Ich weiß, ich hab gesagt, ich würde das Geld für uns verwenden. Doch da wusste ich schon längst, ich möchte das mit dir beenden. Ein Liebeslied, ein Lied über eine Liebe, die es nicht mehr gibt. Das ist ein Liebeslied, ein Lied für jemanden, den man nicht mehr liebt. Damit du es verinnerlichst. Ich hoffe, du nimmst es nicht so schwer. Singen wir gemeinsam. Ich bin wieder Single, yeah. So, ihr lieben St. Ingberter und St. Ingberterinnen. Rinnen. Das jetzt Mitmachpart. Ich singe jetzt immer was vor und ihr antwortet mit folgender Sache. Ich bin wieder Single, yeah. Kann ich da eure zarten Stimmen zuhören? Da liebt jemand mich nicht mehr. Dein, ich nehme es nicht so schwer. Gib mir mal den Wodka her. Nein, ich brauch kein Schießgewehr. Gut, ihr habt das Timing, Leute. Ihr habt den Text. Was wir jetzt brauchen, ist die Performance. Wir wollen ja auch, dass unsere Partnerin oder unser Ex-Partner oder was auch immer das ist, in eine motivationsvolle Zukunft schreitet. Es ist auch nicht alles schlecht, wenn man Single ist. Und wenn ihr das jetzt gleich nochmal singt, dann reißt ihr einen Arm in die Höhe und dann singt ihr das so. Ich bin wieder Single, yeah! Kriegt ihr das hin? Kann euch nicht hören. Kriegt ihr das hin? Ja. Sehr gut. Da liebt jemand mich nicht mehr. Ich bin wieder Single, yeah. Nein, ich nehme es nicht so schwer. Ich bin wieder Single, yeah. Gib mir mal den Wodka her. Ich bin wieder Single, yeah. Nein, ich brauch kein Schießgewehr. Lauter! Oh, ich freu mich wie ein Bär. Total fair. Ab jetzt geschützt Geschlechtsverkehr. Das ist ein. Ja! Das ist ein Liebeslied. Ein Lied für jemanden, der was Besseres verdient. Ist euch auch so warm? Mir läuft die Suppe runter. Aber das ist gut, das macht einen locker. So. Ich möchte jetzt noch mal kurz betonen, ich möchte nicht, dass ihr das Liebeslied wirklich verwendet, weil das ist natürlich echt gemein. Schluss machen macht man heutzutage doch lieber mit WhatsApp. So.
Das sind die Leute wenigstens schon gewohnt. So. Aber naja. Also ich finde generell einfach, es gibt einfach, wenn man sich so umguckt in der heutigen Welt, gibt es einfach wirklich viel zu viel, also entschuldigt meine Aussprache. Ich komme aus dem Norden, da redet man so, nein, Schwachsinn. Ich rede immer so. Es gibt zu viel Scheiße in der Welt, sage ich jetzt mal einfach so. Ich weiß, im Fernsehen, da schreckt man immer zusammen, wenn man das Wort Scheiße hört, aber wir werden es jetzt auch einfach sehr viel hören, weil ich es halt sehr viel benutze. So. Tut mir leid. So, naja. Und ja, ich schaue mich so um. Ich meine, gerade das hier mit Krieg und was weiß ich nicht, was da alles schon wieder los ist. Handelskriege, Ausbeutung, Unaufrichtigkeit und einfach irgendwie so viele Privilegierte, die irgendwie meinen, sie könnten andere Menschen schlecht behandeln, nur damit sie wieder einen Vorteil haben. Ich finde das krass, wenn man sich so umguckt, was eigentlich gerade da so los ist. Und ich habe einfach das Gefühl, es braucht einfach neue, innovative Ideen, um das Ruder rumzureißen. Ich habe an einer Idee gefeilt. Ihr könnt gar nicht sehen in der letzten Reihe, was ich hier mit meinen Augenbrauen mache. Ne? Ich ziehe die immer so geil hoch. Ich kann eine Augenbraue hochziehen. Das seht ihr leider nicht. Tut mir leid. Hättet ihr früher Tickets gekauft, dann würdet ihr jetzt weiter vorne sitzen. Aber schön, dass ihr da seid. Könnt ihr mal Lärm machen in der letzten Reihe? Schön. Und jetzt die vordere Reihe einmal vielleicht. Schon ein bisschen lauter. Aber ist okay. Jeder so, wie er mag oder sie. Ne, jetzt singe ich euch ein Lied. Er hat gesagt, er wird mich nie verlassen. Hat gesagt, er bleibt für immer hier. Und ich hab mich auf ihn verlassen. Er teilt ein Bettchen mit mir. Dann ist er einfach so abgehauen. Ich hab nicht mal Tschüssi gesagt. Das hat wehgetan, es hat mich umgehauen. So schmiedete ich einen Plan. Ich kaufe mir eine Papiertüte und in die Tüte, da kacke ich rein. Dann stelle ich sie vor seine Haustür und ich lache kurz in mich hinein. Zünd die Tüte an und klingel dann und er öffnet barfuß die Tür und er tritt hinaus den kleinen Brand und schon hängt an ihm Kacke von mir. Manchmal so umsehe, merk ich auch, andere haben Kacke verdient. Es gibt Menschen, die lieben sich selbst viel zu viel und andere werden zu wenig geliebt. Ich entschied mich, ein Startup zu gründen, mit Papiertüten innovativ. Umweltbewusstes Recycling mit moralischer Philosophie. Egal ob zu euch oder mir, ist ab jetzt eine Sache ganz gewiss. Ich bring meine Kacke zu ihm oder zu ihr. Jetzt meine Tüten auch über Ländergrenzen hinaus. Doch Menschen sind viel zu oft gemein, da reicht meine Kacke nicht aus. So startete ich einen Aufruf, denn ich muss noch mehr Kack produzieren.
Es meldeten sich viele Helfer, die wollten meine Vision finanzieren. Und so fliegt meine Kacke auch um die Welt und tut das, für was sie gemacht. Hab nen Papiertütenverteilungsplan erstellt. Mir scheiße ist, wird mit Kacke bestraft. Sehr mächtig. Meine Kacke wird nicht mal verzollt. Ich hätte nicht gedacht, wie leicht das geht. Doch aus Scheiße wird Gold. So, ihr Lieben. Jetzt kommt wieder ein Mitmachbart. Seid ihr bereit? Das wird schön. Der Saal teilt sich in zwei Hälften. Rechts. Links und rechts singt mit mir. Papiertütenkack-Imperium. Immer in Schleife jetzt. Papiertütenkack-Imperium. Aus Scheiße wird Gold. Papiertütenkack-Imperium. Aus Scheiße wird Gold. Lauter! Papiertütenkack-Imperium. Aus Scheiße wird Gold. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Mein Imperium ist nun sehr bekannt. Menschen fliehen vor ihrem Zuhause. Doch vor den Tüten wird nicht weggerannt. Denn ich hab eure Daten eingekauft. Bezahlt hab ich nicht viel dafür. Rennt ihr Schweinchen, ich lach euch aus. Ihr könnt euch nicht verstecken von mir. Papiertütenkack-Imperium. Aus Scheiße wird Gold. Papiertütenkack-Imperium. Aus Scheiße wird Gold. Und brauchst du mal eine Papiertüte, damit dein Kummer vergeht? Dann kannst du sie dir online bestellen auf www.fairekacke.de. Danke sehr. Also wenn ihr das Liebeslied verwendet, ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil dann mein Papiertüten-Kack-Imperium wahrscheinlich weiter wächst. Also ihr könnt es euch überlegen. Es steht euch völlig frei. Ich wollte noch ein bisschen was über mich erzählen. Ich meine, ich komme hierher, baller euch irgendwelche Songs um die Ohren und ihr wisst gar nicht, wer ich bin. Und das möchte ich jetzt an der Stelle ein bisschen verändern. Ich bin, wie ich sage, mein Alter lieber nicht. Das glaubt mir sowieso keiner. 16. Ich weiß, ich wirke viel reifer. Bin in Mecklenburg aufgewachsen und in Lüneburg dann zum Studium gegangen. Ich habe Kulturwissenschaften studiert, einfach nur, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Naja, wie viele andere halt auch. Und bei jetzt komme ich richtig ins Schwafeln. Kulturwissenschaften ist ein tolles Fach. Also da kann man wirklich von bis alles machen. Man kann alles machen. Alles. Musik, Kunst, Literatur, Medien, alles. Und was habe ich gemacht? Musik. Ich war kaum in der Uni. Habe Straßenmusik gemacht. So. Trotzdem mit 1 abgeschlossen. Jetzt haue ich auch ein bisschen auf die Kacke, das merkt ihr, ne?
Ich habe ja nicht nur meinen Bachelor studiert, sondern auch meinen Master. Alles mit eins beschlossen, abgeschlossen. Weiß auch nicht, wie das funktioniert, wenn man nie da ist. Naja. Ich habe meine Singer-Songwriter... Nein. Ich habe meine Masterarbeit über Singer-Songwriter im 21. Jahrhundert geschrieben. Ich habe so lange meinen Prof angebettelt, dass er das Thema mit mir zusammen durchrockt. Er hatte gar keine Ahnung davon. Ich auch nicht. Also ich habe mich da reingelesen, viele tolle Dinge erfahren. Vor mir, vor meiner Zeit, standen so tolle Leute auf der Bühne. Ich finde die ganze Tradition der Singer-Songwriter oder Liedermacher, so heißt es ja in Deutschland, mega spannend, weil einfach diese Leute, Männlein wie Weiblein, tolle Texte geschrieben haben, immer mit einer Message, immer irgendwie was gesellschaftskritisches oder was politisches. Und mit ihren Liedern haben sie große Bewegungen angeführt, wie zum Beispiel die Friedensbewegung oder Umweltbewegung oder auch Frauenbewegung oder auch über Krieg und Flüchtlinge haben sie auch gesungen. Bob Dylan, Joni Mitchell, Tracy Chapman, Bruce Springsteen, Miss Ellie, alles ganz tolle. Sing a song, Rigel. Und obwohl wir diese ganzen tollen Lieder mitgesungen haben, ich meine, wir werden sicherlich alle Blowing in the Wind kennen, oder? Das ist auch so ein Lied. Obwohl wir diese Texte mitgesungen haben, haben wir heutzutage, wenn wir uns mal umschauen, immer noch nicht so viel gelernt. Und deshalb ist es wichtig, dass die Tradition der Singer-Songwriter und Liedermacher aufrechterhalten wird, wie ich finde. Und ich bin eine Liedermacherin des 21. Jahrhunderts. Jetzt wird's richtig episch. Und hier ist mein Song. Wählen da vielleicht die Enten, Komiker zu Präsidenten. Denn der Wahl haben wir ja abgeschworen, weil angesagt sind Diktatoren. Die Schwanzgröße wird kompensiert mit Geheimraketen, frisch poliert. Ja, wer hat denn nun den größeren Keller mit Raketen drin? Wo ist eigentlich Dylan, wenn man ihn braucht? 1963 ging's doch auch. Robert Schenk und später noch ein Lied von dir. Wir haben so viel gesungen, doch gelernt haben wir nicht viel. Robert Schenk und später noch ein Friedenslied. Pflastern wir das Paradies, bis nichts davon mehr übrig ist. Wo ist eigentlich Mitchell, wenn man sie braucht? 1970 ging's doch auch. Johnny Schenk und später noch ein Lied von dir. Wir haben so viel gesehen, haben wir nicht viel. Johnny Schenk uns noch ein Lied vom Paradies. Regiert da echt ein Vollidiot? Ist das ein Film aus Hollywood? Ach nee, das ist die Tagesschau. Ich mach schon mal die Lichter aus. Wer anderen eine Mauer baut, hat selbst immer nur Gold gekaut. Wer anderen eine Grube gräbt, hoffentlich drin untergeht.
gehen. Wo ist eigentlich Springsteen, wenn man ihn braucht? 1995 ging's doch auch. Bruce, schenk uns bitte noch ein Lied von dir. Wir haben dir zugehört, doch gelernt haben wir nicht viel. Bruce, schenk uns bitte noch einen Anti-Held. Die Lieder, wenn man sie braucht. 2022 braucht sie auch. Und ich schreibe schon so lange an dem Song von mir. Mir fehlen leider die Worte, weil gelernt haben wir nicht viel. Und das Radio spielt uns das nächste Liebeslied. Die erste Reihe kannst du an meinem Gesicht schon erkennen. Es folgt ein Song, der mir sehr viel Spaß bereitet. Ich habe also mein Studium abgeschlossen und bin dann Musikerin geworden. Ich hätte gar kein Masterstudium machen müssen dafür. Egal, es hat Spaß gemacht, ich habe viel dazugelernt. Und ich ging dann mit meiner Gitarre auf ein Startup-Event und lernte dort eine Frau kennen. Die Frau sagte zu mir: Miss Ellie, ich habe ein Startup gegründet für Bio-Tampons. Und ich sagte: Ah, ein solch normales Thema zum heutigen Abend. Tampons. Und schwuppsibups war ich in einer Diskussion über den weiblichen Zyklus gefangen. Ich hatte bis dato noch nicht so offen über meine Periode gesprochen. Was für eine Schande. Ja, es ist ein Tabuthema. Der eine oder die andere schämt sich jetzt. Du versteckst dich schon unter deiner Käppi, habe ich genau gesehen. Du hast richtig Angst, ne? Ja. Hätte ich auch an deiner Stelle jetzt. Die Frau erklärte mir: Mensch, Miss Ellie, in herkömmlichen Damenhygieneprodukten sind Sachen drin, die da nicht reingehören. Chemikalien, Pestizide, alles schlecht für den Körper einer Frau. Und ich meinte: Was? Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe überhaupt noch nie darüber nachgedacht, was in meinen Tampons so drin ist. Oder überhaupt in so einer Binde oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, die Männer, die gucken jetzt alle richtig betreten so. Eieiei, was macht die kleine Frau mit der Gitarre jetzt mit uns? Ein Tabu brechen. Ich sagte zu der Frau: Das ist krass. Ich schreibe dir einen Tampon-Song. Und gemeinsam werden wir die Frauen dieser Erde retten. Auch im Saarland. Und so schrieb ich den Song. Dieter, das Regeltagebuch. Hallo? Ich heiße Dieter.
Und ich habe Schlimmes durchgemacht. Und alles nur, weil ich so oft die Frauen ausgelacht. So habe ich von der guten Fee die Quittung dafür bekommen. Denn die Fee war halt eine Frau, die habe ich auch nicht ernst genommen. Die Fee wurde sehr zornig, zog den Zauberstab geschwind. Ich werde dich jetzt verwandeln und du wirst weinen wie ein Kind. Ich weiß noch, wie ich lachte, dann hielt sie mir den Spiegel hin. Ich war obenrum ein Dieter und untenrum eine Dieterin. Obenrum ein Dieter und untenrum eine Dieterin. Die Fee, sie sagte, Dieter, damit du lernst, wurdst du verflucht. Und um den Fluch zu brechen, führst du Regeltagebuch. 3 Zyklen sollten reichen, damit du merkst, wie es ist als Frau. Und dann kommst du zurück, erzählst, wie es war, du kleine Sau. So ließ sie mich zurück, ich wusste nicht, wie mir geschieht. Denn ich kannte keine Welt und auch kein Leben ohne Glied. Ich konnte Dinge fühlen, die mich vorher nicht geplagt. Ich schwör, hätt ich gekonnt, hätt ich die Fee dafür verklagt. Es war, als hätte die Fee ein Messer in meinen Unterleib gesteckt. Nur da war kein Messer und die Fee, die war ja weg. Mir fehlte eigentlich gar nichts, doch trotzdem war da Blut. Es lief mir die Schenkel runter und mich verließ der Mut. Jetzt musste ich mich beeilen, rannte schnell zum Laden hin. Ich sagte zu mir, Dieter, stopf das Maul der Dieterin. Mit ein paar von diesen Tampons sollte Ruder unten sein. Ich steckte also 3 davon tief in mich hinein. Und am nächsten Morgen fühlte ich mich ziemlich wund. Die Tampons machten, dass es brannte untenrum. Es blutete immer weiter, wusste weder aus noch einer da. Wie lang und doll kann eigentlich so eine Regelblutung sein? Eine Woche Blut, folgten Tage voller Lust. Ich konnte es mir nicht erklären, ich hatte üblen Männerdurst. Ich war wie fremdgesteuert, tanzte vor den Männern rum. Doch ich war obenrum ein Dieter, Dieterin, nur untenrum. Obenrum ein Dieter, Dieterin, nur untenrum. Das war alles so verstörend, doch das ging auch schnell vorbei. Fühlte mich relativ normal und sehr stabil in Woche 3. So ein Zyklus ist doch einfach, richtig schön erschien es mir. Ich ahnte nicht, was auf mich wartete in Woche 4. Denn der schlimmste Teil des Fluchs, der heißt PMS, ich war emotional und hatte keine Lust auf Sex. Fühlte mich 10 Kilo schwerer, meine Brüste taten weh. Ich hatte solches Leid und solche Schmerzen nie erlebt. Ich hatte solche Schmerzen, solches Leid noch nie erlebt. Schlimmer als ein Zyklus sind gleich 3 davon. Ich hatte alles einmal durch und dann ging's wieder los von vorn. Eine Woche Blut, ein paar Tage geil. Eine Woche geht's dir gut und dann kommt eine Woche Leid. Eine Woche Blut, ein paar Tage geil. Eine Woche geht's dir gut und dann kommt eine Woche Leid. Liebe gute Fee, nimm den Fluch jetzt bitte weg. Ich zoll ab heute der Frau meinen größten Respekt. Wie schaffen die das nur, damit zur Arbeit zu gehen? Und was ist in diesen Tampons eigentlich so drin? Gute Fee, gute Fee. Gute Fee, tu mir bitte nicht mehr Gute Fee und hielt den Zauberstab hoch. Sie sah, wie ich auf allen Vieren voller Demut vor ihr kroch.
Ich schob das Regeltagebuch vor ihre Füße hin. Sie schwang den Zauberstab und ich war unten nicht mehr Dieterin. Bin nun überall ein Dieter mit einem Herz für Dieterin. Ihr Lieben, das war eigentlich schon mein ganzes Set. Hups. Ja, aber ich habe mir überlegt, spontan hänge ich noch hinten einen Song dran. Ach so, ja. Das war jetzt auch so eine Info für euch natürlich, für mich und für alle Techniker und für den alle Menschen im Ü-Wagen. Seid ihr noch da, ihr Menschen im Ü-Wagen? Sie reden nicht mit mir. Egal. Ihr Lieben, ich habe mir gedacht, einfach, weil das jetzt so, ich weiß, ich fange wieder mit dem Thema an, Corona, das war einfach wirklich eine harte Zeit, ich glaube für uns alle so und einfach überhaupt jetzt auch, also wir kommen aus Corona rausgestiefelt, stiefeln in den Ukraine-Krieg rein und dann gibt es noch eine Gaskrise und also ich meine, hinten und vorne macht das doch alles gerade irgendwie alles keinen Sinn. Finde ich, was da draußen abgeht. Voll krass. Und wenn es draußen abgeht, geht es innerlich halt auch ab. Und ich glaube, das sind einfach so wilde Zeiten, dass es halt für Menschen, für unsere Gesellschaft nicht so leicht ist, ihre Mitte zu finden gerade. Und ich habe das ganz persönlich an mir auch erlebt, meine Mitte zu finden in den letzten Jahren, sind es ja jetzt schon, die wir so hin und her geschubst werden von den Ereignissen in der Welt. Ich weiß nicht, wo ich den Satz angefangen habe, egal. Also es ist schwierig für mich, meine Mitte zu finden. Und wenn es mir so geht, geht es bestimmt noch andere Menschen da draußen so. Und ich möchte jetzt einfach mal diesen Song spielen, weil der mir ganz viel bedeutet und vielleicht auch dem einen oder der anderen helfen kann, sich mit sich selber ein bisschen besser zu fühlen. Der Song ist immer wieder fallen. Und mit dem Song möchte ich mich total gerne von euch verabschieden. Das war richtig schön hier in St. Ingbert. Die ganze Produktion. Mega nettes Team. Nettes Publikum. Nette KünstlerInnen. Ich muss noch mal eine Seite stimmen. Wer stimmt, hat Angst, wurde mir mal gesagt. Das ist natürlich Schwachsinn. Wer stimmt, ist einfach richtig professional. Sag ich jetzt mal so. Ne? Wir wollen ja auch, dass das alles supidupi klingt. Ich hab's versucht, das hat nicht geklappt. Ich hab mich verbogen, doch es hat nichts gebracht. Ach, wär ich doch nur ein bisschen mehr wie die anderen. Wär ich doch nur ein bisschen mehr
wie die anderen. Mit mir geht's immer richtig rauf und dann wieder richtig runter. Ich hab alles versucht, normal zu sein. Ich hab versucht zu bleiben, meine Stimmung zu halten, um's mir zu beweisen. Doch ich muss immer wieder fallen. Versuch mich festzuhalten und bei dir zu sein, doch ich konnte mich nicht mehr fühlen. Denn ich muss immer wieder fallen. Um dann wieder zu fliegen. Immer wieder fallen, immer wieder fallen. Mit mir geht's immer richtig rauf. Alles versucht, normal zu sein. Ich hab versucht zu bleiben, meine Stimmung zu halten, um's mir zu beweisen. Doch ich muss immer wieder fallen. Ich muss immer wieder fallen. Danke sehr.